Leute, wie versprochen, möchte ich euch heute zeigen, was in diesem Paket drin ist. Ganz wichtig, kommt das gut an und die Community entscheidet, ob wir das jetzt regelmäßig so machen, ja oder nein. Das habt ihr ganz alleine in der Hand. Kann ich einmal im Monat so ein Paket verlosen? Da wird sicherlich ein bisschen weniger drin sein, aber trotzdem eine ganz gute Handvoll. Da sind lauter Snacks drin. Ich sage euch erstmal, um wen es sich handelt. Das ist Very Tasty. Da gibt es eine Internetseite, da gibt es eine Instagram-Seite. Ihr könnt da online Snacks, Süßigkeiten, Schokolade, Gebäck und so weiter bestellen. Einiges davon kennt ihr, sowas wie Daim zum Beispiel, Brotaufstriche und so weiter und so fort. Und wer knallt sich nicht gerne mal? Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Gaming zu tun. Aber du hockst auf der Couch, knallst dir, während du Netflix guckst oder irgendwelche Hartz-IV-TV-Geschichten. Kannst du dir sowas reinziehen? Da habe ich noch eine schöne Karte dazu bekommen. Zeige ich euch gleich, was da noch draufsteht. Wie gesagt, ihr entscheidet. Habt ihr da Bock? Ganz wichtig, ihr schreibt in die Kommentare mit der 1. Hammerbock, wir wollen jetzt regelmäßig Verlosungen haben. Vielleicht, wenn das richtig, richtig gut ankommt, gibt es dann auch noch einen Creator-Code für mich bzw. für euch. Spart ihr noch ein bisschen Geld. Das muss aber erstmal anlaufen, müssen wir erstmal sehen, ob ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr die 2 in die Kommentare schreibt, sagt da einfach, nee, komm, habe ich keine Lust. Und wenn ihr sagt mit der 1, dann werde ich das Paket mal richtig auseinandernehmen. Ich zeige euch jetzt, was da alles drin ist, damit ihr erstmal ein Gefühl bekommt, um was es überhaupt geht. Und dann kann ich das auf YouTube in einem Video oder auf Twitch im Livestream verlosen oder auf einem YouTube-Livestream, ist völlig egal. Ich streame sowieso auf beiden gleichzeitig. Und wenn ihr da Bock drauf habt, entscheidet ihr auf jeden Fall. Ich zeige euch erstmal, was drin ist. Und dann kann ich nebenbei noch so ein bisschen erzählen, was ihr für Benefits davon habt, wenn das nachher gut ankommt. So, wir fangen einfach mal an. Was ist alles drin? Bruschettchips. Das klingt schon extrem lecker. Ich glaube, sowas ähnliches wie Brotchips kennt man hier so mit Zwiebel oder Knoblauchgeschmack und so weiter. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt was mit Gaming zu tun haben. Die sind auf mich zugekommen, haben gesagt, hier, du könntest der Richtige sein, wenn ihr darauf Bock habt. Das ist übrigens die Eigenmarke. Die Eigenmarke nennt sich Pretzel Pete. Die soll richtig, richtig geil sein. Ach so, wenn ihr euch natürlich mit der 1 dafür entscheidet, dass ich das Paket mal richtig auseinandernehme, dann ist der Plan, ich reiße das auf, mache in dem Video ein Tasting, ich probiere alles einmal durch, sage euch, was meine Favoriten sind. Aber erst, wenn sich die Mehrheit dafür entscheidet, ja, haben wir Bock drauf, will ich mir unbedingt reinziehen. Ganz, ganz wichtig, was ist das für ein Geschmack? Sour Cream and Chive. Chive? Jemand eine Ahnung, was das hier ist? Scheiff? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Paket verdammt vollgeknallt. Meine Fresse, was ist da alles drin? McVitie's, Cracker Chips. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt Gaming, sondern einfach hier schön mit der Frau, mit dem Mann, auf der Couch, bei Netflix oder sonst irgendwelchen Spaß. Fronzie's, The Originals, Käsesnack. Es gibt sogar richtig fette Marmelade. Ich kann es nicht aussprechen. Marabu. Apple sehen, Krokokant, ist klar, mit Krokodilgeschmack. Krokant, das klingt nach verdammt viel Hüfte. Was haben wir hier noch? Wir haben natürlich Daim. Wer kennt nicht Daim? Also wie gesagt, einiges davon habt ihr wahrscheinlich schon mal im Regal gesehen. Einige denken wahrscheinlich auch, was macht denn der jetzt hier für ein komisches Video? Aber wie gesagt, kommt's gut an, ihr entscheidet, kann ich regelmäßig so ein Paket für euch rankriegen, verlosen. Nochmal eine Eigenmarke, Pretzel Pete. Das ist Brown Sugar Cinnamon. Das soll richtig lecker sein. Also wie gesagt, ich habe noch nichts probiert. Im Folgevideo, wenn ihr euch dafür entscheidet, mache ich alles auf. Probiere einfach mal, sage euch meine 3 Favoriten. Was müsst ihr eigentlich dafür tun? Das kann ich vorab schon mal sagen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, ihr müsst natürlich mir folgen, wie immer, um zu gewinnen. Ihr müsst auf jeden Fall auf Instagram, hatte ich das schon gezeigt, ich bin mir gar nicht so sicher. Ihr müsst natürlich Very Tasty auf Instagram folgen. Ganz wichtig, wenn die Verlosung nämlich dann durch ist, wird es so verlaufen, dass ich den Gewinner an Very Tasty weitergebe, dass das nicht erst an mich geschickt wird, das Paket, und ich schicke es an euch. Das ist ja Quatsch. So sparen wir Versandkosten und sinnloses Paket hin und her schicken. Bone Maman. Ich habe die schon mal gesehen, aber noch nie gegessen. Oh, ey, ich werde so fett werden. Das wird so schön. Ich werde ungefähr 20 Kilo schwerer werden. In einem halben Jahr sehe ich aus wie so ein richtig pickliges, verfressenes etwas. Naturchips Barbecue. Das wird so geil. Oh, ich freue mich so richtig schön fett zu werden.
Daim, jetzt habe ich es zerbrochen. Kennt man. Geil. Oh, schreibt in die Kommentare, was sind eure Favoriten, ohne dass ich schon was probiert habe. McVitie's Cracker Crisps. Das sagt mir auch irgendwas. Ich kenne nicht jede Marke. Ich bin einfach zu, ich hasse Einkaufen. Ich bin zu faul zum Einkaufen. Und nochmal Pratt & Whitney Smoky Barbecue. Ich glaube, das wird meins. Das sind so Brezeln, die sind halt mit diesem Geschmack überzogen. Und das wiegt ganz schön was. Diese Tüte ist echt schwer. Wie viel ist denn da drin? 160 Gramm. Das fühlt sich nach mehr an. Die Tüte ist eigentlich recht klein, aber irgendwie. Nein, aber oho. Nochmal Pretzel Pete, Honey Mustard and Onion. Das klingt auch extrem pervers. Alter, da gibt es noch jede Menge mehr. Wie gesagt, das kann man alles online bestellen, online kaufen. Guckt einfach mal rein. Wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht extrem doll auseinandergesetzt, weil ich jetzt die letzten Tage und Wochen wenig Zeit hatte. Das Paket steht jetzt schon seit über einer Woche, aber es wird Zeit, dass ich endlich mal was mache. Bacon Cheddar. Leck mich fett. Ich würde am liebsten gleich alles mir reinschmeißen. Übrigens, diese Eigenmarke Pretzel Pete ist aus den USA. Wer so ein bisschen auf USA-Kram steht, internationales Zeug. Das ist nichts Deutsches unbedingt. Also hier und da sicherlich was Deutsches dabei. Aber ich bin auch so ein absoluter Amerika-Freak. Ist für jeden sicherlich was dabei. Hier haben wir noch eine fette Daim-Schokolade. Ich werde bekloppt. Das wäre geil. Four Patch Kids. Da beißt er wahrscheinlich rein. Dann. Extrem sauer. Oh, ich glaube, das werde ich meinen fast dreijährigen Sohn einfach mal anbieten. Auf das Gesicht bin ich gespannt. Natürlich nur mal leicht abbeißen. Und es gibt sogar Brotaufstrich. Ich gehe mal davon aus, wenn das gut ankommt und ich werde dann auch, was weiß ich, alle paar Monate mit so einem Paket versorgt und da werde ich sicherlich von Neuheiten berichten können oder von Sachen, die es schon lange gibt. Man kann mir ja jetzt hier nicht so eine Tonne Süßigkeiten hinschmeißen. Das wäre natürlich auch übertrieben. Hier übrigens sowas wie Nutella in günstiger oder wahrscheinlich wertvoller. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wer auf Bio Wert legt, Bio-Brotaufstrich. Also, ich verstehe jeden, der sagt, ey, das passt doch jetzt irgendwie gar nicht zum Gaming. Wie gesagt, ich habe ja auch noch einen Partner mit Controller und mein Energy-Gedöns, das habe ich als Partner auch abgewählt, weil das einfach stehe ich nicht für und finde ich auch nicht so geil. Aber hier habe ich sofort ja gesagt, weil ich wusste, pass auf, die meisten von uns hängen sowieso ständig entweder hier, zocken, gucken vielleicht in meinem Livestream, gucken sich ein Video an, gucken Netflix, gucken sonst was für ein Kram im Fernsehen. Also warum nicht irgendwie was davon haben, ein bisschen was an Geld sparen oder einfach, wer zu faul ist zum Einkaufen, bestellt sich's online. Vielleicht kommt das so gut an, dass es einen Creator-Code gibt, den ich hier mit reinschmeißen kann. Dann könnt ihr für ein paar Prozente weniger da bestellen. Und wenn das nicht so ist, dann ist das auch noch so. Ich kann euch gerne nochmal zeigen, was das Team geschrieben hat. Lieber Casper Fox, für gutes Aim und starke Nerven haben wir dir eine Riesenauswahl an Snacks und Sweets zusammengestellt. Viel Vergnügen beim Testen. Dein Very Tasty Team. Ich bin so gespannt. Also wie gesagt, mit diesem Video, mit der 1 entscheidet ihr euch für. Es wird ein Folgevideo geben, wo ich alles aufmache, alles probiere. Ungeschnitten. Sagt ihr aber hauptsächlich 2, also die Mehrheit ist 2, dann machen wir das nicht. Dann werde ich das auch nicht wieder machen oder nicht wieder versuchen. Ich würde mich aber wirklich für die 1 freuen. Ihr habt was davon, ich habe was davon. Alle sind glücklich. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und wenn das so gut ankommt und ich das vielleicht alle 2 Wochen sogar, nicht nur einmal im Monat verlosen kann und vielleicht sogar übertrieben einmal in der Woche, das wurde mir als Option auch genannt. Aber es muss dann halt auch gut anlaufen. Ihr müsst auf jeden Fall, wie gesagt, auf Instagram folgen, mir folgen auf Instagram und so weiter und so fort. Das wird dann alles verifiziert, ob ihr dann auch wirklich da und hier folgt. Und ihr wisst Bescheid, ihr kennt es. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe da richtig Bock drauf und wir werden alle was davon haben. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, ich kann mich ja vielleicht auch dafür einsetzen, dass es pro Care Package 2 Gewinner gibt, dass es vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt und wir so mehr Gewinner ziehen können. Wir gucken mal, wie es anläuft. Leute, ein wenig lang das Video, aber inhaltlich auch ziemlich vollgepackt mit feinen Sachen. Schaut euch einfach mal auf der Homepage um. Ich verlinke natürlich im Video ein bisschen was dazu, damit ihr die Seite schneller findet und könnt einfach mal gucken, was es dazu Schönes zu erstellen gibt. Und dann werden wir sehen. Leute, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Da rein, ciao.